Brassen, Alander. Und er hängt. Wundervoll genommen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Oh, ein Vieh, seht ihr das? Ah, ab, Scheiße. Oh, was ist heute hier los? Ich glaube, es heute mit Hecht. Upp. Ja, nur dass ihr mal seht, was ich alles so mitschleppe. Man macht sich da echt keine Vorstellungen. Es ist schon ein ziemlicher Aufriss, muss ich sagen. Ne? Also hier haben wir ein Schlauchboot. Da ist noch ein Sack drin. Und ansonsten das ganze Gerödel. Mitschleppen, Routen müssen noch aufgebaut werden, sind aber schon vormontiert. Ja, das muss irgendwie alles verstaut werden, untergebracht werden im Boot. Aber das mache ich doch gerne für euch, kein Problem. Ich hab's geschafft. Im Boot. Im Boot. Gott, was für ein Aufriss, ey. Ja, Leute, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal Fly Fishing Chronicles. Ich bin heute wieder unterwegs. Und ja, ich versuche heute mal ganz gezielt, ganz straff Rapfen zu fangen. Vielleicht auch der eine oder andere Hecht. Das erste Mal dieses Jahr ist der Wasserstand normal. Wasser ist relativ klar. Man kann den Grund sehen. Und ja, ich hoffe, dass da die Hechte richtig Bock haben zu fressen. Und dass ich vielleicht auch schaffe, den einen oder anderen Karpfen oder vielleicht sogar auch Brassen zu fangen mit der Fliegenrute. Ich bin gespannt, was heute abgeht. Bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Riesendöbel. Und er hängt. Wundervoll genommen. Wundervoll genommen, ey. Oh, fliege es raus. Oh, oh Gott. Schaut sich das Teil an. Oh, geil.
beachtet, ehrlich zu sein. Ich war gerade so fasziniert von den A-Lampen, die überall rumschwimmen. Was ist denn? Ja, kleiner Döbel. Ja, das Kraut ist jetzt auch stärker geworden. Na komm. Na, ich versuch mal. Ist natürlich ein Kraut. Boom. Im Netz. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt, aber hier ist ein großer Brassen vorm Boot. Aber so richtig. Interessiert er sich nicht für die Nymphe? Boah, ein Vieh, seht ihr das? Das ist ein A-Land, ey. Das. Oh. Die reagieren nicht auf die Fliege. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ganzer Schwarm A-Lander. Alles voller A-Lander. Aber sie lassen sich nicht zum Biss irgendwie überreden, keine Ahnung. Die haben null Bock. Die reagieren gar nicht. Irgendeiner von denen, die Nymphe haben wollen. Alles voll. Mann, ey. Guck dir das an. Brassen, A-Lander. Oh ja. Endlich habe ich ein A-Land, wie es ausschaut. Ja. Ja. Komm, Brassen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Ein Brassen. Sieht aus wie ein Brassen. Jawohl. Klodeckel. Aha, aha. Machen nicht wirklich viel im Drill. Oh, lange für gearbeitet. Echt lange für gearbeitet. Mein erster Brassen. Yes. Slime Time. Da ist er. Ich hoffe, man sieht die Fliege im Mundwinkel. Herseer-Nymph, eine schwarze. Fasse ich das hier an? Weiß es nicht. Gut, für euch mache ich eine Ausnahme. Ja, mein erster Brassen auf Fliege. Geil. Hab gedacht, die machen ein bisschen mehr Ballett, so ähnlich wie Karpfen, aber naja, okay. Hängen einfach nur so ein bisschen passiv dran. Ansonsten ist unglaublich, was hier für Fisch unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so in der, jetzt auf den Aufzeichnungen seht. Die Brassen ziehen umher, A-Lande ziehen umher. Ich weiß es nicht, ob die. Die scheinen schon irgendwie so im Leichtmodus zu sein. Also nicht alle fressen offensichtlich. Oh, ich zeig's euch mal ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Was da? Ein ganzer Schwarm Brassen. Hier vorne. Hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie ein Schlaraffenland, aber das macht es nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Also so richtig fressen wollen sie nicht.
Man muss sich den Fisch erarbeiten, heute habe ich den Eindruck. Aber es ist geil zuzuschauen, denn es ist Fischen wie im Aquarium. Na, willst du meine Nymphe nicht haben oder was? Ich muss erst wieder einen Trockenfliege dran machen, wa? Hier ist was los, ey. Oh ja. Keine Ahnung, was gebissen hat. Aber irgendwas hat die Nymphe genommen. Ach, ein guter Döbel. Richtig guter Döbel. Schön. Boah, er macht ordentlich Ballett. Ungewöhnlich, so im, ich sag jetzt mal, im Freiwasser so einen Döbel zu fangen. Meistens stehen sie doch am Rand. Unter den Bäumen, unter den Büschen, in der Schattenlinie. Ist natürlich geil, so im flachen, klaren Wasser zu drillen, wenn man die Fische sieht. Ding. Da ist er, ganz kurz. Oh, ein springender Brassen. Ich werde bekloppt. Karpfen direkt hier vorne. Oh. Oh, mein Herz bubbert. Alter, ist das ein Vieh. Ey, der hat bestimmt 25 Pfund. Wie sinkt denn die Fliege jetzt nicht? Oh, Alter, ey. Ich habe ihn ankommen sehen. Ich habe ihn ankommen sehen. Das ist so krass, was hier abgeht heute. Oh, da ist der Rapfen. Da ist er. Genau hier ist er. Oh, shit, da ist er. Da. Sprichwörtlich unter der Hutenspitze. Klar, habe ich jetzt die Karpfen gut in der Hand, logisch. Da sind auch noch zwei Karpfen sind dort am Einlauf. Alter, ist das ein Brocken von Karpfen, ey. Hat danach gebissen. Das wäre er gewesen, der Rapfen auf Maisfliege. Fehlt nur noch meiner Sammlung. Der Kuriosität. Großer Karpfen, großer Karpfen. Und er hängt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, den kann ich nicht halten. Den kann ich nicht gehalten. Ah, ab Scheiße. Oh, das war klar. Was ist heute hier los? Okay, genau dort vom Baum, riesige Döbel. Also jenseits der 50. Oh, er hängt. Oh komm. Oh, der ist natürlich im Kraut, logisch. Oh ja, ein Dickkopf, ey. Das ist ein Riesenvieh, auch knapp gehakt. Na komm, 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 komm. Jawohl. Oh. Alter. Oh. Jawohl. Oh, das gibt's doch nicht. Der hat die Fliege ja geküsst. Der hat die geküsst. Der hat dann noch nicht mal die Lippen auf. Ja, Leute, kleiner Quick-Tipp. Wenn ihr Fehlbisse bekommt, so wie ich jetzt gerade beim Döbelfischen, dann liegt es oftmals daran, dass die Fliege zu groß ist, obwohl ich es liebe, mit großen Fliegen zu fischen, das wisst ihr ja nun schon. Die Gummibeine hier, die sind manchmal so der Faktor, wo es halt viele Fehlbisse gibt. Ich hatte jetzt Bisse gehabt, das waren noch richtige Bisse, allerdings haben sie
den Haken nicht im Maul gehabt, weil sie halt hier nur an den Gummibein gezogen haben oder irgendwie sowas. Was mache ich dann? Dann mache ich die ab und mache irgendwie eine kompakte Fliege dran, wie zum Beispiel so eine kleine Raupenimitation, ohne irgendwelchen Gummibeinchen oder sowas. Das heißt, wenn sie die Fliege im Mund nehmen, dann haben sie auf jeden Fall auch den Haken im Mund. Ne? Aber wie gesagt, manchmal ist es halt sehr attraktiv, wenn da so Gummibeinchen dran sind, so, ne? So ein paar Tentakeln, Antennen und sowas. Das mögen sie halt. Wenn es dann allerdings nur Fehlbisse gibt, downsizen, kleine Raupenimitation oder so eine kleine kompakte Käferimitation. Ich hoffe, man sieht das. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Angeknotet, jetzt probieren wir mal, ob wir noch einen fangen. Oh, der ist so klein, hau ich erst gar nicht an. Oh ne, er ist dran, ne? Oh ne. Oh, wo ich nicht angehauen habe. Ich wollte den gar nicht fangen. Hab gar nicht einen Anhieb gesetzt. Ich hatte eigentlich einen größeren anvisiert. Was hat er sich festgesetzt? Ah, gut. Soll mal recht sein. Sehr gut. Alter, jetzt gerade einen Rapfen. Ich pack mein Leben nicht. Während ich die Schnur. Oh Mann, ey. Quasi wieder eine Trockenfliegenattacke oder was? Mann. Huh. Oh, ey, vorsichtig. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt. Ah. So, die Döbel, die wollen jetzt nicht so wirklich, wo ich jetzt eine kleinere, feinere Fliege dran gemacht habe. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, ich habe jetzt an das bestehende Vorfach nochmal so, weiß nicht, 1 Meter zusätzlich 0,18er Tippe dran geknotet. Das heißt jetzt alles feiner. Kleinere, feinere Fliege, dünneres Vorfach. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, aber mal schauen, ob wir noch den einen oder anderen Dickkopf bekommen. Ne? Alter, was war denn das? Sag bitte, das ist ein Döbel. Ein springender Döbel. Ich dachte, das ist eine Regenbogenforelle. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Na? Hat es doch was gebracht. Alles verfeinert. Feinere Fliege, feineres Vorfach, längeres Vorfach. Macht doch den Unterschied, hä? Da direkt am Ufer kust. Döbel lang. Und da kommt's. Und ist dran. Na, wo ist er? Schöner Sieg. Gemüse gezogen, das gute Stück. Boom. Ja Leute, ein ereignisreicher Angeltag geht zu Ende. Neue Fischspezies gefangen, Brassen auf Fliege hatte ich selber auch noch gar nicht. Richtig große fette Döbel gefangen, Rapfen hat leider nicht geklappt. Ja, und das mit den Karpfen, ja gut, passiert beim Fliegenfischen. Schnur hat sich irgendwo verfangen, blockiert, Schnur gerissen. Ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Bis dahin, euch Petri Haie am Wasser. Tschüss.